Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte gerade Fire Emblem sagen. Pokémon Gelb. So hieß das Spiel. Ja, wir sind hier auf... Ich weiß nicht, wie die Route heißt. Also, welche Route das war. Jedenfalls sind wir hier auf der Route bei Lavandias... Lavandia? Eins von beiden. City? Ich glaube, Lavandia. Ja, und machen hier die ganzen Trainer fertig. Einfach weil... Ja, einfach weil... Naja, eigentlich hat es einen Grund. Tauboga soll Training kriegen. Nicht mal wirklich. Tauboga soll nur einfach endlich Flügelschlag lernen. Das jetzt schon seit... Weiß nicht. Drei Parts? Bestimmt. Egal. Außerdem sind wir hier im Grunde auch auf dem Weg in Richtung Prismania City. Wo wir immer noch hin wollen, um zwei neue Pokémon abzustauben. Vielleicht. Ja, uns den nächsten Orden zu holen, uns das Silphscope zu holen und was weiß ich nicht noch alles, uns Fliegen zu holen. Oh, endlich! Es wurde auch Zeit. Zugunsten von Flügelschlag, ja, aber hallo. Windstoß, den brauchen wir eh nicht mehr. Ich weiß nicht, Sandwirbel finde ich zwar eigentlich unehrenhaft, aber ich behalte ihn jetzt einfach trotzdem mal. Wirbelwind, ja, wer weiß. Ist auch nicht unbedingt nützlich, aber Windstoß brauchen wir eigentlich überhaupt nicht mehr, da wir Ruckzuckieb haben. Demnach nehmen wir mal den Flügelschlag und endlich Tauboga. Da möchte ich auch gleich wechseln. Dann ist als nächstes Ibitak. Nehmen wir erstmal Knuddeluff. Ibitak braucht jetzt nicht unbedingt zu trainieren, da die nächste Arena eine Pflanzenarena ist. Das habe ich sowieso schon erklärt, ne? Dann wird Ibitak die wahrscheinlich alleine machen. Hoffentlich alleine machen. Falls was schief geht, haben wir jetzt ein völlig überleveltes Tauboga zur Hilfe. Toll. Und ich meine, auf Level 35 entwickelte es sich auch direkt zu Tauboss. Das bedeutet, tja, wir sind schon sehr schnell dabei. Da haben wir übrigens ein voll entwickeltes Team. Hast du gerade Miau gesagt? Oh Gott. so. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch euer Muster so schön auseinanderbringen. Ich weiß schon, was ich daraus mache. Ein Streber möchte kämpfen. Ich mag keine Streber. Streber kriegen auf die Fresse. Das könnte man mir übel nehmen, wenn ich sowas sage. Und ich vergaß. Morgon ist ja hier erstaunlich stark. Dass Morgon ja eigentlich eine bessere physische Defensive als spezielle Defensive hat. Dass Morgon allerdings auch einen ziemlich guten speziellen Angriff hat, ist es hier auch speziell defensiv sehr gut zu gebrauchen. Also... Um es kurz zu machen, Smogmog ist stark. Gerade in der ersten Generation. So, gehen wir mal hier hin. Mist. Ich hatte gehofft, ich könnte sie ins Chaos stürzen, aber nein. Was hat die überhaupt gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört. Du hast mit mir geredet? Oh, Entschuldigung, meine Gedanken waren interessanter. Das einzige Problem, was ich bei Pokémon immer so sehe, ist, was soll man dazu erzählen? Ja, toll, wir setzen Pfund ein und das Nidoran ist besiegt und ja, toll, wir kriegen Erfahrungspunkte. Ist nicht so... Oh, Nidorina. Jetzt kommen aber hier schon die Stärkeren raus, wa? Naja, wenn man bedenkt, dass wir sowieso schon die ganze Zeit entwickelt rumlaufen, wir haben ja jetzt schon einen Knuddeluff immerhin auch. Haben wir nicht sogar noch einen Mondstein über? Ich könnte ihn dir anbieten. Aber den brauchen wir vielleicht noch, falls ich mir doch noch irgendwann ein Pixie hole. Oder ein Pipi hole, was ich zu einem Pixie entwickeln möchte. Normalerweise hätte ich mir die Steine, gerade den Mondstein hier aufgehoben, um daraus, um mir dann Nidoqueen oder Nidoking zu holen. Aber das gibt es ja für uns nicht. So, was war hier nochmal? Sind das zwei Trainer? Ich vermute schon. Ja, das ist auf jeden Fall ein Trainer. Okay, Spiele mögen beginnen. Die ganzen Spieler, die hier rumlaufen. Eieiei. Wobei, mir fällt gerade was ein. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Generation überall Spieler dabei waren. Aber war das auch so, dass die vielleicht auch rausgenommen werden mussten? Aus demselben Grund, weshalb man hier sowas wie den einarmigen Banditen irgendwann aus den Spielhallen entfernen musste. Oder allgemein die Spielhallen entfernen musste.
Weil man sich so dachte, oh, das könnte ja Leute zum Glücksspiel, könnte Leute zum Glücksspiel verleiten. Das darf man auf keinen Fall mehr in solchen Spielen drin lassen. Wobei ich ehrlich sein muss, ja, wenn man so argumentiert, ja, man muss einen einarmigen Banditen aus einem Spiel entfernen, einfach weil es ja die Spielsucht fördert, dann verstehe ich plötzlich tatsächlich das Argument, dass Ego-Shooter Leute zu Amokläufern machen. Dann ergibt es plötzlich alles Sinn. Ich weiß nur nicht, wie man so blöd sein kann, sowas zu behaupten. Ohne Scheiß. Nur weil man in einem Spiel, gerade hier, ja, so erste Generation bis... Ich weiß nicht, ob es das in der vierten auch noch gab. Aber da kriegt man ja auch Pokémon für die Münzen. In der dritten, meine ich, ja, war es auch noch. Man konnte diese Münzen sammeln, um dafür Pokémon zu kriegen. Natürlich haben dann die Leute diese Immunia-Minispiele gespielt, weil sie diese Pokémon haben wollten. Und ich werde das wahrscheinlich trotzdem noch machen, dass ich mir, dass ich hier diesen einarmigen Banditen mal so ein paar Stunden lang farmen werde, nur um in Porygon zu holen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt und dabei ein Porygon im Team gehabt. Entweder weil ich nicht wusste, wo ich es herkriege und Hypnose geht mir langsam auf den Sack. Entweder weil ich nicht wusste, wo ich es herkriege, oder weil ich was Besseres hatte. Aber was gibt's dann Besseres als eine Monotype, um das mal auszuprobieren? Schlaf nervt. Nicht so sehr wie Verwirrung, aber es nervt. Das Blöde ist, selbst wenn wir jetzt aufwachen, sind wir down. Ich war Knuddeluff. Oh, er ist sogar schneller. Ach, was soll's. Ibitak, du darfst. Du darfst dieses Quapuzzi töten. Nein, wir töten sie nicht. Wir besiegen es nur. Die Toten liegen alle drüben in Lavandia. In einem schönen Turm. Wie kommt man überhaupt auf die bescheuerte Idee? Jetzt mal so wirklich. Ja, wobei, das ist ein bisschen was anderes. Aber trotzdem. Schon wieder Schlaf? Willst du mich verarschen? Ich achte gerade gar nicht auf den Kampf. Man hat hier den Lavandia-Turm. In der vierten Generation hatte man südlich von Trostu, war das, glaube ich, auch diesen Turm mit den ganzen Gräbern. In der dritten Generation hat man den Pyroberg. Und in der zweiten gab es auch was? Ja gut, den Lavandia-Turm auch wieder. Wobei, das war dann Radioturm, ne? Das ist ein bisschen respektlos. Egal, jedenfalls, wir haben ständig solche Türme mit mehreren Stockwerken, wo Gräber sind. Wie dick ist bitte die Decke von so einem Stockwerk da, dass da ein ganzes Grab reinpasst? Ich meine, gut, die meisten Pokémon, na wobei nicht mal die meisten, aber viele Pokémon sind ja deutlich kleiner als Menschen. Das kann man dann verstehen, das passt da relativ schnell rein, aber wenn ich jetzt bedenke, dass so ein Pokémon wie Ibitak, ich weiß es gerade nicht, wie groß Ibitak ist, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt so klein. Oder Extrembeispiel, Relaxo. Versucht man Relaxo zu begraben. Ich will nicht wissen, wie groß das Grab sein muss. Ja, so groß wie ein Relaxo, klar. Toll. Achso, dich mache ich noch platt dann. Das passt schon. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? Bleib mir mit Chemie fern. Ich hasse Chemie. Ich kann kein Chemie. Ich will es eigentlich auch nicht können. Oh, Voltoball. Das ist jetzt unpraktisch. Nein, wirklich. Also Naturwissenschaften schön, Mathe, Physik und ja, von mir aus auch Bio, habe ich eigentlich kein Problem mit. Aber Chemie kann ich überhaupt nicht leiden. Das war schon in der Schule so. Und ich merke gerade wieder, dass ich jedes Mal wieder vergesse, dass Flugattacken ja auf Elektro-Pokémon nicht sehr effektiv sind. Ich weiß immer noch nicht, warum das so ist. Naja. Smogon, ach komm, ich wechsle mal eben zu Radikal. Ich will diesen Kampf hier schnell über die Bühne bringen. Und ich denke, dass Radikal da eine sehr gute Wahl ist, da Hyperzahn auch hier ordentlich Schaden machen sollte. Ja, genau das verstehe ich unter ordentlich Schaden. One-Hit-Kill. Voltoball, bleib drin, Radikal. Du bist hier echt unser schnellster Pokémon-Beseitiger. Radikal, der Pokémon-Beseitiger. Besser als Rattenfänger. Wobei, Radikal als Rattenfänger, das wäre auch eine komische Sache.
Und Magnetido, ich freue mich so, dass du kein Stahl-Pokémon bist, so haben wir nämlich kein Problem. Eine Monotype normal. In der zweiten Generation sorgt spätestens beim Stahlorden für Probleme. Naja, was heißt Probleme? Da kann man ja auch wahrscheinlich sowas wie, weiß nicht, irgendwelche Attacken wird man da schon haben, die da Schaden zufügen. Ob jetzt Wasserattacken, vielleicht hat man auch eine Kampfattacke. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Normal-Pokémon was alles lernt. Ach, ich liebe diese Musik. Allgemein, die Musik in Pokémon ist toll. Ganz besonders in der ersten Generation. Hier oben kann man, glaube ich, Vulpix fangen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber irgendwas Seltenes konnte man da, glaube ich, finden. Was haben wir hier? Halt, ich habe Team Rockets angelegt. Raus, Mann! Okay, alles klar. Werde ich machen. Jetzt. Später nicht mehr. So. Dann wollen wir jetzt doch mal sehen. Ja, was wollen wir denn jetzt sehen? Zuerst mal gehen wir in die Spielehalle, denke ich. Oder erstmal gucken wir hier, genau. Hier waren ja die Preise. Hey, du. Oh. Gut, dann gucke ich eben erst, wo ich den Münzkorb herbekomme. Okay. Ich glaube, eins der Gebäude da unten. Also irgendwo hier war, glaube ich, ein Restaurant oder sowas. Ja, hier bin ich richtig. Und du. Ja. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Und Münzkorb erhalten. Guck mal, hier ist doch schon ein Beispiel, was passiert, wenn man zu viel spielen würde. Warum also diesen ganzen Scheiß anprangern? Und der Spielhalle befindet sich im Keller. Toll zu wissen. So, was war denn hier überhaupt? Ein Rocket. Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preis versandt. What? Ah, ja. Verstehe, das hier sind alles Rockets. Ja, die Spielhalle ist ja die Einnahmequelle von Team Rocket. Und wir werden ihnen jetzt auch noch Geld geben. Ich will nämlich ein Porygon haben. Erstmal nachgucken, wie teuer das war. Ich glaube, es war eine Schalter 3, trotzdem. Sichlor, da, Porygon. Wobei ich sagen muss, ich hätte auch gern Sichlor. Nur bringt es mir hier nichts, also werde ich es mir nicht holen. Aber Sichlor ist ja mega geil. Sichlor ist mega geil. Ich hätte mega Sichlor sogar irgendwie geiler gefunden als mega Sherox. Nur, ja, wir haben schon Knuddeluff. Hm, wir haben schon eins. Vulpix kann man, wie gesagt, meine ich, vor der Stadt fangen. Und Abra haben wir auch schon. Ist also alles nicht so schlimm. Was haben wir hier? Die TMs. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, welche das sind. Ich würde jetzt raten, dass es... Wobei, nee. Das könnte Hyperstrahl sein. Was die beiden sind, weiß ich jetzt auch nicht. 15, Blizzard möglicherweise und 23. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Normalerweise kriegt man ja hier Eisstrahl und so, aber Eisstrahl müsste seit jeher TM13 gewesen sein. Flammenwurf gab es, meine ich, in der ersten gar nicht als TM, sondern nur Feuersturm. Flammenwurf ist dann TM35 später. Und was war noch da? Donnerblitz war 25? Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Das ist schön. Ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50 TM. Außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Toll. Okay. Wir klauen dem Typen hier einfach mal sein Pokémon. Ich wusste, dass man hier ein Evoli kriegt, aber ich dachte, man müsste irgendwas dafür machen. Naja. Wie einfach den Typen ansprechen zum Beispiel. Aber okay, wir haben ein Evoli. Das war einfach. Auch wenn ich sagen muss, ich werde Evoli nicht benutzen, weil Evoli selbst ist halt schon ziemlich schwach. Deshalb landet es jetzt direkt auf der Box. Tut mir leid, Evoli. Aber vielleicht holen wir uns dann halt ein
ein Porygon. Und das wird im Team bleiben. Oh, Level 25. Vielleicht nehme ich es doch mal ein bisschen mit. Status. Na gut, die Werte hauen mich jetzt nicht vom Hocker, aber why not? Na gut, ruckzuck hebt, toll. Kurze Sache. Wie sind zum Beispiel die Werte von Tauboga? Oh, weit besser, weit besser. Und von dir, Epitak, du bist zum Beispiel ungefähr auf dem gleichen Level. Nur aber auch 1000, also gut doppelt so hoch im Angriff und Init. Ja, nee, tut mir leid. Das ist das Problem eines Evoli. Evoli selbst ist einfach recht schwach und ja, der einzige Vorteil daran ist halt, dass man Evoli in, wie viele sind es mittlerweile, 7 oder 8 Formen entwickeln kann, die allesamt deutlich stärker sind. Aber ich weiß nicht, Evoli selbst ist einfach so, naja. Schade eigentlich. Aber gut. Kein Evoli für uns, beziehungsweise halt schon, aber ich nehme es trotzdem nicht mit. So, den Typen können wir ansprechen, der will kämpfen. Und dich können wir ansprechen. Ich will jetzt erstmal eine ganze Menge Geld opfern. Yay. Das machen wir jetzt mal eben anders. Ich weiß nämlich noch genau, also das mache ich offscreen mit den ganzen Münzen gleich. Bla 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 bla. Ja, das ist eine Tatsache, die gehört Team Rocket. Möchtest du auch spielen, Junge? Yay! Genau, denn manche Leute hier schenken uns einfach mal so eine Handvoll Münzen. Jeder Automat hat eine andere Gewinnchance, das ist Bullshit. Zumindest wäre es dämlich. Guck mal, der sagt sogar auch, man wird schnell davon abhängig. Ja. Ist doch schön. Champion in Spee. Ach, du bist das. Ach, der Kerl, der immer in den Arenen steht. Nö, der zockt hier erstmal. Ja. Okay, das ist cool. Das ist cool, dass der hier steht. Wusste ich gar nicht mehr. Das sind ein paar Münzen. Yay, 20 Münzen. Und das mit dir? Ja. 50 Münzen von den Leuten erhalten. Und jetzt, kann man hier noch jeden... Genau, jedes Feld abklappern. Manchmal liegen hier auch noch ein paar Münzen rum. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viele. Ui! Das ist nice. Ich gucke jetzt immer mal so die Gänge ab. Ich weiß, also ich habe nämlich auch schon mal im Internet nachgelesen, wie viele Münzen hier insgesamt liegen. Ich weiß nicht, ob ich sie alle finde und dann alle mitnehme, aber hey. Tatsache ist, wir können jede Münze gebrauchen. Und nochmal 10 Münzen, ja. Die 100 toppt man so schnell nicht, wa? Das finde ich aber gut. Und nochmal 20 Münzen, sehr geil. Ja, aber wenn wir diesen Part beenden, weiß ich schon, was ich zu tun habe. Nämlich die ganzen verdammten Münzen farmen und ausgeben. Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich könnte mir das Geld, was ich eigentlich zum Münzenkauf brauche, cheaten. Und dann damit mir das Porygon holen, weil das Geld ist danach sowieso weg und das würde ja eigentlich keinen Unterschied machen. Stimmt an sich schon, nur habe ich jetzt keine Ahnung, wie ich mir hier Geld cheate. Und naja, muss man, es gibt ja irgendwie solche Cheat-Module oder sowas, da habe ich jetzt aber keine Lust, mich groß mit auseinanderzusetzen, weil irgendwie geht es glaube ich schneller, wenn ich das Geld farme, bevor ich hier stundenlang irgendwas an Cheat-Modulen zum Laufen bringe, kann ich glaube ich genauso gut schnell, das ist schnell, ja, stundenlang die Münzen farmen. Verschwende für die Post oder ich muss. Dum, dum, badam, dum. Ja, du musst was denn? Aufs Klo? Ja, geh doch aufs Klo. Oh, ein Radikal. Tja. Dieser Typ will offensichtlich etwas von uns verbergen. Sorgen wir dafür, dass er es nicht kann, indem wir ihn platt machen. Ja. Was mache ich denn zuerst? Die Arena oder das Rocket Hideout? Ich glaube, ich nehme erst das Versteck hier unter der Spielhalle. Ganz einfach, weil ich die Musik, falls es die Musik ist, die ich jetzt im Kopf habe, weil ich die Musik dort geil finde. Ich liebe die gesamte Musik in diesem Spiel irgendwie. Das ist halt so. Mist!
Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Du läufst eine Sackgasse. Alter, das ist eine Sackgasse. Was ist denn das hier für ein geiles Poster? Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Oh mein Gott, wer hätte das nur gedacht? Eine versteckte Treppe. Ja, es ist die Musik, die ich erwartet habe. Ah, ich liebe diese Musik. Ich weiß nicht, warum ich... Ich liebe das einfach. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns dann nächste Mal hier wieder. Vielleicht schon mit genug Münzen, um ein Porygon zu kriegen. Vielleicht. Wir werden's sehen. Bis dann. Ciao.